Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Event, die Nachhaltigkeitswoche. Die startet am Dienstag, den 20. April um 10 Uhr Ortszeit. Und das Ganze geht bis 25. April, Sonntag um 20 Uhr Ortszeit. Wir bekommen ein neues Pokémon, BitTora. Das Pokémon erinnert mich eigentlich eher an eine Koralle. Aber es soll wohl basieren auf einem Rankenflusskrebs, im Endeffekt sogar zwei Stück, die einen Fels bewohnen. Dieses Pokémon kann man dann mit 50 Bonbons weiterentwickeln und daraus kommt dann Thanatora und beide Pokémon sind von Typ Gestein und Wasser. Zusätzlich bekommen wir noch ein neues Shiny und das ist Unratütox. Einige freuen sich vielleicht sogar drüber, andere sagen, ja gut, die Mülltüte in Shiny, naja. Aber in Shiny sieht das irgendwie schon ganz nice aus. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich einigermaßen häufig sein wird. Angekündigt waren ja für die Wildnis nur Slimer, Rotomurf, Unratütox und Kassadur. Natürlich gibt es noch einige mehr Pokémon, wie zum Beispiel Yurob, Sonnenkern, Funpi, Shellcarayn und BitTora. Also ja, BitTora findet man auch in der Wildnis. War ja beim letzten Event nicht ganz sicher, ob die neuen Pokémon auch in der Wildnis spawnen, aber es war dann tatsächlich der Fall. Bei den vier Pokémon, die angekündigt waren, fand ich jetzt zwei eigentlich ganz interessant. Rotomurf ist vielleicht interessant für die Meisterliga. Das Charlobor ist auf Platz 17 mit XL-Bonbons. Kassadur ist vielleicht interessant für die Hyperliga. Tentantel ist auf Platz 13 mit XL-Bonbons. Natürlich gibt es wieder 5 Kilometer Eier im Event. Da kommen also wieder besondere Pokémon raus, aber nicht ausschließlich. Die anderen Pokémon sind ja trotzdem noch im Pool drin. Aber es kommen bestimmte Pokémon häufiger. Drei kann ich euch nennen, die richtig häufig sind. Das sind Dicta, Goldini und Finion. Und seltener von diesen Pokémon, die jetzt angekündigt worden sind, ist Tangela und Knospi. Dementsprechend könnt ihr vielleicht dann abwägen, ob ihr überhaupt viel brüten wollt oder nicht. Im Style Shop für euren Avatar findet ihr jetzt schon ein kostenfreies T-Shirt. Nämlich passend zu diesem Event. Auf jeden Fall viel Spaß damit. Hier könnt ihr euch das auch gerade ansehen, wie das aussieht. Wenn genügend Spieler an der Nachhaltigkeitskampagne von Niantic teilnehmen, dann bekommen wir eine Belohnung. Diese erhalten wir aber erst am Sonntag, dem 25. April von 10 bis 20 Uhr Ortszeit. In der ersten Stufe erhalten wir häufiger 5er-Raids, in der zweiten Stufe bekommen wir im Shop eine kostenfreie Box mit 3 Fernraid-Pässen und in der dritten Stufe erhalten wir doppelte Erfahrungspunkte fürs Fangen. Wenn ihr wissen wollt, wie man an der Nachhaltigkeitskampagne teilnehmen kann, dann wartet einfach auf die Endkarte, dort findet ihr ein Video zur Nachhaltigkeitskampagne. Zu diesem Event ändern sich auch die Raid-Bosse. Mega Schlappohr bleibt zwar noch drin, aber es kommt auch Mega Bisaflor. Aber Achtung, wahrscheinlich wird keiner Mega Bisaflor reden, wenn es einfach mal 100 Energie in diesem Event gibt. Dazu komme ich aber gleich. Zuvor möchte ich euch eine Einschätzung geben, wie schwer die Dreier-Raid-Bosse sind. Alle Dreier-Raid-Bosse sind solo machbar. Die zwei schwersten sind Giflor und Shelterer. Aber sie sind jetzt nicht ultra schwer. So wie es aussieht, kann man die wohl auch mit Level 30er Kontern besiegen. Aus Pokestops gibt es natürlich wieder Event-Feldforschungsaufgaben, die lauten Fange 5 Unratütox für Waumball, 5 Slimer für Picolente oder Seemobs. Schade, dass hier zwei Pokémon drin sind, hätte mich hier eher auf Picolente gefreut. Dann verwende 5 Beeren vom Fang von Pokémon für Igamaru oder verwende 3 goldene Himibären von Fang von Pokémon für BitTora. Oho, hier werden wieder unsere goldenen Himibären ausgereizt, damit wir sie auch mal wieder ausgeben. Oder verwende einen Rauch oder, vergesst nicht, Meltanbox geht auch, für Stravickel. In diesem Event gibt es auch wieder eine befristete Forschung. Wie die ganzen Aufgaben aussehen, seht ihr auf der Infografik. Als Belohnung bekommt ihr 100 Mega Bisaflor Energie, finde ich auch sehr schön. Und ihr bekommt sogar 2 Pokémon, die schon weiterentwickelt sind. Das ist Shellcarayn und Bisaflor. Ich würde euch empfehlen, falls ihr richtig schnell seid, holt euer Bisaflor erst in der Rampenlichtstunde ab. Da gibt es nochmal doppelten Staub, wenn ihr dann noch ein Sternstück anhabt und das Ganze, boah, dann gibt es hier für dieses eine Pokémon richtig viel Sternstaub. Das wäre
richtig cool. Ich weiß zwar nicht, ob ihr es wusstet, aber Unra Tytox ergibt 750 Staub und nicht 100 Staub wie jedes andere Pokémon. Und ich habe euch nochmal die Liste mitgebracht, welche Pokémon denn viel Sternenstaub bringen. Die Pokeminers haben wieder Sticker auf dem Server gefunden, eine Kamera, ein Slimer und ein Bisasam. Ich finde, die Sticker passen vielleicht zum Teil auch zu der Nachhaltigkeitswoche, aber der Fotoapparat sagt mir dann doch eher so, na, ich bin wohl eher für das New Pokémon Snap Ereignis, was dann nach diesem Event stattfindet. Und vergesst nicht, heute Abend ist Rampenlichtstunde mit Slimer. Dieses kann auch shiny sein. Ihr bekommt doppelten Sternenstaub fürs Fangen und ich werde zu diesem Zeitraum auch online sein und zwar auf Twitch. Wäre sehr schön, wenn ihr vorbeischaut. Noch eine kleine Info dazu, wenn ihr keinen Twitch habt, ist das überhaupt kein Problem. Man kann meinen Kanal auch in einem anderen Browser anschauen. Das hat ja normalerweise jedes Gerät so einen Browser. Das Einzige, was ihr halt nicht machen könnt, ist im Chat kommunizieren. Dafür braucht man halt ein Twitch-Konto. Am Montag gab es ja die Abenteuer-Sync-Belohnung. Dort habe ich dann 36,8 Kilometer und 79 Eier ausgebrütet. Nice. Ich habe natürlich nochmal durchgerechnet, wie das Ganze jetzt aktuell aussieht. Bei meinem Ei-Experiment habe ich jetzt nun 130 Eier ausgebrütet. In Details heißt das, ich habe 5 Zwölfer, 54 Zweier, 66 Fünfer und 5 Zehner Eier ausgebrütet. Gestern gab es übrigens einen kleinen Fehler, das waren nicht 99, sondern 103. In diesem Video seht ihr sogar schon die Eier, die ich gestern ausgebrütet habe. Hier seht ihr jetzt aktuell meinen Beutel, wie es jetzt aussieht. Ich habe leider nur ein 10 Kilometer Ei bekommen, aber das ist trotzdem schon ziemlich cool. Man macht einmal den Beutel leer und man bekommt meistens auch so ein oder zwei Zehner Eier. Wie geht es jetzt mit diesem Ei-Experiment weiter? Die 130 Eier waren jetzt halt ein Mischmasch zwischen Event und Nicht-Event. Wir wollen uns aber das Ganze jetzt mal mit dem Nicht-Event genauer anschauen. Das heißt, für mich wird es jetzt ein bisschen schwierig, jetzt nochmal herauszufinden, welche Eier waren vom Event und welche Eier waren nicht vom Event, damit man sagen kann, okay, die Eier waren vom Nicht-Event und wie viele Zweier-Eier muss ich da ausbrüten, um da mal ein paar Zehner-Eier zusammenzubekommen. Und dann hat man ja immer nur so kurz Zeit, ne? Das waren ja keine 48 Stunden, wo das Nicht-Event stattgefunden hat. Hier doch mal ein kleines Beispiel. Das Event startet gleich. Bei mir ist jetzt gerade Dienstag, 7.30 Uhr. Und ich habe jetzt hier auf meinem Wochenziel 8,1 Kilometer. Ich habe noch nie so viele Kilometer gemacht. Es motiviert einen so ein bisschen. Das ist, also wenn man sich Ziele setzt und die Ziele unbedingt erreichen will, das motiviert einen auf jeden Fall. Und ich habe 13 Eier ausgebrütet. Natürlich habe ich hier einiges an Brutmaschinen investieren müssen, aber ich habe nicht jedes 2 Kilometer Ei wieder nicht reingepackt. Das hätte ich eigentlich machen sollen. Und klar, wenn ich jetzt euch sage, ich habe natürlich diese 8 Kilometer nicht nur gelaufen, ich habe das Handy geschüttelt. Aber immerhin habe ich es selber geschüttelt und habe keine Hilfsmittel dafür benutzt, dass mir das Handy geschüttelt wird, sondern ich habe es wirklich selber geschüttelt. Mal sehen, was ich jetzt aus dem letzten Montag noch rausziehen kann an Informationen für das nächste Ei-Experiment. Falls nicht, muss ich halt nochmal von vorne anfangen, ist auch kein Problem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst da gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir, wie zum Beispiel mein Discord und mein Twitch-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Batsch!